Der zentrale Förderungsbeschluss heißt eben ganz klar sofortige Einkommenserhöhung ab 1. Oktober 2022 durch einen einheitlichen Eurobetrag, der tabellenwirksam ist, über alle Beschäftigtengruppen hinweg, sowie die Verdopplung der Durchfallzulage für das VK, vollkontinuierliche Schichtpersonal. Und bei der Laufzeit sind wir sehr verhandlungsoffen. Die Forderung, die wir jetzt aufgestellt haben mit dem Festbetrag, finde ich super. Ich glaube, dass es gerade die Kolleginnen und Kollegen hilft, die in den unteren Lohn- und Gehaltsgruppen sind, weil die natürlich aufgrund der hohen Energiekosten, der hohen Preissteigerungsrate natürlich am meisten getroffen sind im Moment. Also das wird richtig gut helfen. Ich finde die Forderung gut, weil wir wissen nicht, wie die Preissteigerungsrate sein wird. Deswegen finde ich das klasse, dass wir keine prozentuale Forderung haben. Ich finde auch gut, dass wir gesagt haben, wir wollen einen tabellenwirksamen Entgeltbetrag. Und das muss man dann genau bewerten, wenn wir im Oktober, November verhandeln. Und dann hat man auch konkretere Zahlen, weil ich mache jetzt schon fast 30 Jahre Tarifpolitik, aber sowas wie in diesem Jahr habe ich noch nicht erlebt. Ja, nur die Erwartungshaltung sind sehr groß, auch bei unseren Mitgliedern vor Ort. Also im Betrieb wird schwierig, denke ich mal, dann auch die Leute davon zu begeistern, dass gerade jetzt, wir wissen alle, momentan die Energiekrise trifft natürlich auch uns. Auch das Thema Kaufkraft, klar, 2019, wir haben gestern auch darüber diskutiert, 2019, wenn man einen Steak kaufen können, kann ich mir das 2022 dann letztendlich auch noch leisten. Wird schwieriger, die Diskussion. Also meine Meinung zu dem heutigen Beschluss ist, dass wir nach langer Diskussion eine sehr gute Diskussion geführt haben und einen guten Beschluss gefasst haben, der nachvollziehbar ist und der auch für beide Seiten substantiiert eigentlich zu einem guten Ergebnis führen kann, wenn beide Seiten sich aufeinander zubewegen. Und ich denke, wir haben jetzt für dieses Jahr und für diese aktuelle Situation eine gute Beschlusslage und können damit in die Verhandlung starten. Es werden Gewinne realisiert. Es werden auch Gewinne realisiert über Verkauf von Energie auf dem Markt. Das ist auch nicht sozusagen unbeachtet letzten Endes zu lassen. Gleichzeitig haben wir einen erhöhten Fachkräftemangel in der Branche zu verzeichnen und die Arbeitgeber tun gut daran, sich nicht auf geopolitische Grundsatzfragen einzulassen, sondern konkret mit dieser Bundestarifkommission einen Abschluss anzustreben.